Hier sitzen zwei reizende Herren. Guten Abend, sind Sie der Chorleiter? Hallo Herr Schmidt, nein, ich bin der Chordirektor dieses wunderschönen Ostseehallbades und heiße Sie recht herzlich willkommen bei uns in Scharbeutz. Der Chordirektor sind Sie? Jawohl. Sie haben sich aber lustig angezogen heute. Ja, ich wollte Ihnen nicht nachstehen. Ja, ist Ihnen beinahe gelungen. Da, den kenne ich, das ist Herr Storck, das ist der Chef hier vom Ganzen. Ich bin der Hausherr, ich freue mich ganz besonders, dass die Schmidt-Show mal hier rausgekommen ist zu uns. Und ganz besonders hoffe ich, dass Sie sich hier auch wohlfühlen. Wie viele andere tausend Gäste täglich in der Ostseetherme. Da haben Sie jetzt schön Werbung gemacht, ich danke Ihnen dafür. Ich hätte es auch so gesagt, Herr Storck, habe ich doch schon ganz oft. Darf ich Ihnen beiden eine Frage stellen? Wer ist für Sie zurzeit der schönste männliche Filmstar? Ich meine Götz-George. Ja, weil er so ein bisschen ähnlich aussieht, weil sie auf dem machen wahrscheinlich, nicht? Götz-George, Herr Storck. Kevin Costner. Kevin Costner. Ja, es tut mir schrecklich leid, beide Male leicht daneben, aber nur ganz leicht. Gucken Sie genau hin jetzt, meine Damen und Herren, Freundinnen und Freunde, ich möchte euch den Mann vorstellen, der unter Kennerinnen und Kennern zurzeit als der schönste männliche Filmstar gilt. 1985 drehte er seinen ersten Pornofilm. Seitdem hat er in über 800 Filmen vor der Kamera gestanden. Er ist ein Mann aus dem Land der Liebe und der Mautgebühr. Er ist Italiener und deshalb werden wir uns jetzt auf Englisch gemeinsam unterhalten. Begrüßen Sie bitte mit einem recht herzlichen Applaus. Hier ist er live in der Schmidt-Show, Rocco Siffredi. Ciao, come stai? Hi, Rocco. Come stai? And I must say, ich muss es einfach loswerden, you really look very attractive. Sieht er nicht wirklich großartig aus? Die Damenwelt wird hinschmelzen auf N3. The ladies who watch you will just melt. I hope so. Well, Rocco, we have two very nice guys. Dirk and Thorsten. Well, you know I would prefer a woman, no? They told me I would have two beautiful women, but they told me they are very good masseurs. Yes, they do the massage. And the massage is done by men. Also Massage wird normalerweise von Männern hier in Deutschland gemacht, erkläre ich Ihnen gerade. In Italien macht es etwas anders sein. In Germany, men do the massage. And in the Ostseetherme, Dirk and Thorsten do the massage. But tell me, these guys look pretty the same. They are twins or what? Ja, sie sind wahrscheinlich Zwillinge, sagt er. Ja, ich weiß nicht. Ich kenne mich so mit Erbgut nicht so gut aus. I'm not very, fehlen mir wieder die Worte. Lay down, please. Legen Sie sich bitte hin. Ja, nehmen Sie, legen Sie ruhig ab. Ja, wir wollen auch ein bisschen mehr sehen, wenn Sie schon mal da sind. Ja. That's fine, yeah. That's pretty good. I didn't know you would give me that good stuff, man. Mr. Siffredi, you just come from Hanover, from Brazil, yeah. And I think from the United States, from your last film. What role did you play in the film? Ich frage ihn, er kommt von Dreharbeiten gerade, aus Hollywood, aus Brasilien und Hannover und hat gerade einen Film gedreht. Welche Rolle hat er gespielt? Well, the play is pretty the same all the time. They let me fuck. That's all the time they let me do. But this time was pretty funny because I played this kind of Dario, this movie star who's friend of Stagliano. Who know the story? It's a Batman story, and I'm like, I've been his partner for the last 3 years, and it's pretty the same. Yeah, we go all over the place in the world and make funny adventures. Just a moment. Let me please translate. Yeah, er hat also sowas Ähnliches wie Batman gespielt. Das mag sich jeder vorstellen, wie will. Das war das Einzige, was ich direkt verstanden habe. Mr. Siffredi, Rocco, how many lady partners did you have in your last film? Wie viele weibliche Kolleginnen haben Sie gehabt im letzten Film? Well, last film we shoot for 2 weeks. We did 3 movies, 3 videos, and then about 16 girls.
Also er hat gleich drei Filme auf einmal gedreht mit etwa 16 Mädchen, dazu noch drei Videofilme. Ja, did you make them all happy? Haben Sie alle glücklich gemacht, Mr. Sifridi? Oh, they went happy after they ran away because they think I was too big. Enough, they just was, they say it was okay. Ja, es war also im Allgemeinen war es okay, sagt er. Is it important, ist es wichtig, is it important that a partner, a lady partner is attractive? Ist es wichtig, dass eine Kollegin attraktiv ist? Well, it's very, very important because it makes the scene real and you don't have to get so much work into thinking because anytime the girl, we don't like the girl, we have to think about something else and that's pretty difficult every time. I'm working kind of 25 days every month and medium, and it's going to be very bad if I wouldn't like every woman I work with, and I try always to work out some good feelings. Ja, eine interessante Antwort. Er sagt, es ist sehr wichtig für ihn, dass er die Frauen, mit denen er zusammenarbeitet, attraktiv findet. Next question, Mr. Sifridi. I'm tortured by the massage. Excuse me. Well, you make sex films, this is what we got already, wir haben es verstanden, er macht Sexfilme. How do you rehearse? Wie proben Sie? I don't understand the question, I'm sorry. How do you rehearse? How do we rehearse? We are few people as really professional in this business. We're not allowed to rehearse the sex, we just rehearse the dialogue when we have some, of course. Ah ja, das ist auch interessant. Sie proben nicht, sondern Sie proben nur die Texte, also die Aktion wird nicht geprobt. Maybe we turn around, ja? Drehen wir uns doch einmal um. Let's turn around. Can I make you some question? You always ask me questions. Yes, but I have a very important question now. But I beg your pardon, please turn around just for a minute, because the audience wants to see all of you. Das Publikum möchte alles sehen, das wollen wir dann mal. Das war jetzt die Frage. Now comes the question, when I look at you. No, it's not That's a question. Just wait. But what happens? What happens like now when a porno actor doesn't get an erection? Yeah. Was passiert, wenn ein Pornodarsteller keine Reaktion bekommt? Well, that was all action. You have to think about something really turning on. You know, I've been having people try to kill me from the back to get erection on my imagination. You know. Oh, it never happens to you. It's nie passiert. You always. No, it's happening, but I have to think the worst thing, like. Probably his husband is waiting in the back with a knife if I don't fuck her or whatever. Ach ja, das ist ja interessant. Er denkt also, wenn er jetzt keine Erektion bekommt, da steht der Ehemann mit einem Messer und bedroht ihn und dann geht es. Dann, so habe ich es verstanden. Oh, okay, that's very interesting. What about my question? Can you answer now? You have a question for me, yes, okay. Where did you see me? Where I saw you? Yeah. Well, in a film. Also er hat mich gefragt, wo habe ich ihn gesehen? Ich sagte, im Film habe ich ihn gesehen. When you see me, what you used to do? Just watch the movie or you get masturbation? Er fragt also, was ich dann mache, wenn ich seinen Film angucke. Well, I have some films. Some films, I look at three or four. Okay. And I can't say which one turns me on more. Also ich sagte gerade, ich habe drei, vier Filme zu Hause, die ich mir dann abwechselnd angucke. Ich kann nicht sagen, welcher mich besonders erregt. Mr. Sifridi, it's interesting to talk with you, but the time runs in the show. Also ich sage, die Zeit läuft uns davon. A last question and one serious question. Why don't you use condoms in your film? Isn't it dangerous? Warum benutzt er keine Kondome in seinem Film? Ist das nicht gefährlich? Well, this is a pretty serious question. I have like little introduction to do. We do not use condom like probably they do in lots of gay movies because we used to have AIDS tests. Everybody has to have AIDS tests at least 4 weeks old. Even the Vito, the German company Vito, Vito Trozorowski. Everybody who go through this company, and all the company in the world right now, they have to have AIDS test at least 4 weeks old. Otherwise, you can't work. And at the moment, I've been in the business 8 years, and we didn't have any case of positivity in our business. And that, I think, is pretty good for us. Yes, thank you. I will translate it. Er sagt, Sie müssen gehen alle 4 Wochen zum AIDS-Test. Er ist 8 Jahre im Geschäft, dort, wo er arbeitet.
ist noch keiner erkrankt. Mr. Zifredi, I really wish you much luck. I wish you health. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Gesundheit für die Zukunft. Thank you for coming to our show and I hope we will meet after the show and have a little talk and a beer together. Thank you, and I say thanks to you, to everybody. Danke, Rocco Zifredi. Ein Dank auch an unsere beiden Masseure, die uns hier durchgeknetet haben. Und meine Damen und Herren, Freundinnen und Freunde der Schmidt-Show, wir kommen nun zu einer ganz ungewöhnlichen Darbietung in der Schmidt-Show. Sie ist nur hier möglich, in einem so großen Bad. Sie hören jetzt neue Töne aus Köln. Sie sehen ganz neue Bilder in der Schmidt-Show. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Norddeutschen Rundfunks werden zwei Unterwasserkameras diese Bilder live übertragen. Freuen Sie sich auf Angie Hiesel und ihr Orchester aus Köln. I'm
das war, das ist Angie Giesel mit einem kurzen Ausschnitt aus der Wasserinszenierung Chlor. Mit dabei waren Gernot Bogumil Trompete, Annette Fox Trompete, Joachim Gellert Tuba und Posaune, Gabriele Rosenberg Posaune und Hermann Peter Wari Posaune. Tanz und Inszenierung Angie Giesel. Und die können Sie sehen ab Herbst auf einer Schwimmbadtournee durch Deutschland. Ja, ich muss sagen, ich habe den ganzen Tag nicht gemerkt, dass diese Sauna 2 Stockwerke hat. Und eben bin ich auf einen weiteren Saunaraum hier gestoßen. Ich bin frohen Mutes, dass Ole jetzt sich vielleicht hier verkrochen hat. Vermutlich ist er hier eingeschlafen, wer weiß es. Wollen wir doch mal hier reingucken. Hört sich interessant an. Ole? Ole? Ist denn? Ja, um Gottes Willen. Oh, Herr Schmidt, Sie hier. Das ist ja ein Ding. Frau Jaschke, was machen Sie denn hier? Ja, ich bin nur Wochenende. Sie? Was machen Sie hier? Ich habe eine Verabredung mit einem jungen Mann und treffe ihn. Ich habe euch. Ja. Wir haben doch aber heute Schmidt-Show. Wieso? Wir sind doch auf Sendung. Wie? Hier. Nee. Mensch, mal gut, dass ich mich gerade angezogen habe. Ja, das wollte ich Sie sowieso fragen. Wie kommen Sie überhaupt dazu, in der Sauna mit voll im Dress zu sitzen? Das ist eine Sauna hier. Oh, aber so heiß, wie Hannelore immer erzählt, ist es hier gar nicht. Ich sitze hier schon seit einer Stunde und langsam fange ich an zu frieren. Das ist ja auch eine Biosauna mit 15 Grad. Eine Biosauna? Oh, dann ist das nur für Blumen. Frau Jaschke, gucken Sie doch mal bitte da hoch. Sehen Sie das nicht da oben? Da sind verschiedene Lampen, die leuchten und da strahlt Energie ab und ja, das tut Ihnen... Ihnen gut. Ja, aber dann bin ich hier ja völlig verkehrt. Ich wollte doch mal so richtig schwitzen und mal alles aus mir herauslassen an Wasser und dass ich mich mal von innen und außen mal so richtig reinigen lasse. Ich wollte mich mal so entsaften. Weil ja, Hannelore hat gesagt, ich hätte in letzter Zeit zugelegt. So, haben Sie Winterspeck angelegt oder was? So von der Seite und wahrscheinlich ist nur noch was nachgeblieben, weil Waltraud und ich, wir hatten zu den Feiertagen, haben wir mal ein bisschen unkontrolliert, haben wir mal ein bisschen reingenommen. Also, und dann, Herr Schmidt, und ich möchte so gern doch in mein Ballkleid wieder reinkommen. Ja, und zwar, ich mache von der St. Trinitatis-Gemeinde aus, mache ich einen Tanzkurs, Herr Schmidt, und wir haben Anfang Mai, habe ich einen Abschlussball, und da möchte ich so gern mein Abschlussballkleid wieder anziehen. Ich habe es erst einmal angehabt. Mit wem gehen Sie denn da hin? Ja, also ich bin ja, also mit Hannelore gehe ich hin und, ach Herr Schmidt, können Sie tanzen? Ich? Wie, suchen Sie einen Tanzpartner oder was? Ja, ich tanze, im Moment tanze ich noch mit Frau Monze, aber ich möchte lieber mit einem Herrn tanzen. Und da haben wir ja endlich mal was gemeinsam, Frau Jaschke. Ach, apropos, entschuldigen Sie bitte, ich muss den jungen Mann weitersuchen. Und wenn es Ihnen hier zu kalt ist, kommen Sie ruhig nach unten. Unten ist es wesentlich wärmer, das kann ich Ihnen versichern. Wesentlich wärmer. Ja. Ich muss ja wieder weg. Sie gucken mich aber auch immer an, ne? Wird es mir doch warm hier. Vielleicht. Sagen Sie mal, könnten Sie sich nicht mal umdrehen? Das ja, vielleicht könnten Sie den Raum verlassen, weil dann könnte ich vielleicht mal ein bisschen mehr wegnehmen, nicht?
Soll ich mal deutlicher werden? Sie? Ja, ja, nicht? Sie lupen noch. Nicht? Wenn Sie Stunden in einer Sauna verbringen, dann kommen die schönen Zeiten. Nach dem kalten Bad, Sie gehen in den Ruheraum und fangen an zu träumen. Ich habe neulich in der Sauna einen Traum gehabt, von dem ich nicht weiß, ob es eigentlich ein Albtraum oder ein schöner Traum ist, aber erzählen muss ich ihn unbedingt. Mr. Terry. Endlich kommt der Tag, an dem die Schwulen die Schnauze gestrichen voll haben. In einer Nacht- und Nebelaktion verlassen sie das Land. Zu See, versteht sich. Ein riesiger Zug von homosexuellen, tunden Ehemännern wälzt sich zur Küste, entert Luxusliner wie die Queen Elizabeth und sticht in See. Auf der Suche nach einer Insel, wo wir ganz unter uns sind. Abgesehen von ein paar mütterlichen Freunden, die uns bei der Bewältigung des täglichen Daseins hilfreich zur Seite stehen. Auf ins schwule Paradies! Ich werde bestimmt seekrank, aber es ist ja für eine gute Sache. Gigi, huhu! Guck mal, Dirty Doris aus Detmold ist auch da. Kenne ich sie nicht vom Fernsehen? Oh, das Ballett, das ganze Ballett. Och, endlich mal wieder raus aus den Löchern. Du, ich komme da eben um die Ecke, da steht da so ein blonder Jüngling und guckt mich an und ich kann nicht schwimmen. Hoch auf See, unsere Insel ist nicht fern. Hoch auf See, Matrosen, ahoi. Unterdessen eine Nation erwacht und ist schockiert. Alle Schwulen sind weg. Um sieben herrscht schon Tovabo, gleich 20 Bäcker haben zu. Die Müllabfuhr, der Dachdecker, der Schlachtermeister von Edeka. Klempner, Schaffner und Monteure, Bademeister, Kontrolleure, alle, alle hoch auf See. Freie Marktwirtschaft, Adi. Unterdessen, ich gehe angeln, vielleicht fange ich wenigstens einen Fisch. Sag mal, warum wackelt das hier so? Och, die Ledermänner treiben schon wieder im Maschinenraum. Da, auf dem Zwischendeck, das Ballett. Das ganze Ballett. Will noch jemand Seetangsuppe? Das soll Fisch sein. Du, ich geh da eben um die Ecke. Da kommt da so ein blonder Jüngling auf mich zu, macht die Hose auf und ich will hier raus. Hoch auf See, unsere Insel ist nicht fern. Hoch auf See, Matrosen, ahoi! Unterdessen, die Bundeswehr ist reduziert, die FDP ist platt halbiert, die schönsten Männer weg im Nu, die Herren von der Tagesschau-Crew. Geile Stimme vom Hausfrauenprogramm, die Callas-Fans von nebenan, ja alles peinlich bunte Schrille. Weichner, Öden, Grau, ganz still. Unterdessen,
Du hast mich geschlagen. Gibst du, dass du mich geschlagen hast? Och, ich könnte dich erwürgen. Du siehst aus wie ein schrecklicher Verkehrsunfall. Man mag nicht hingucken. Das Ballett. Ich hasse Schwanensee. Tunte über Bord! Schrei nicht so, Fett schwimmt oben. Du, ich komm da eben um die Ecke. Da kommt so ein blonder Jüngling. Macht die Hose auf, holt sein Ding raus. Da hat der eine Phimose. Wir fahren im Kreis. Hoch auf See, hoch auf See. Unsere Insel ist nicht fern. Hoch auf See, hoch auf See. Matrosen, ahoi! In dieser ausweglosen Lage nehmen sich die deutschen Mütter ihre Söhne zur Brust und funken SOS. Und das Unglaubliche geschieht. Die Schwulen kehren zurück. Und die Moral von der Geschichte. Ob es regnet, ob es schneit, ob es stürmt, ob es pisst, selbst auf fernen Ozeanen, deiner Mutter entkommst du nicht. Peter, das darf nicht wahr sein. Ich habe eben eine Nachricht bekommen aus Hamburg von Schmitz Tivoli. Ole hat den ganzen Abend vom Theater gewartet, weil wir heute Abend Fernsehsendung haben. Ole, pass mal auf, wenn du mich jetzt siehst, ja, bitte warte auf mich. Wir sind gleich zu Ende. Ich mache ganz schnell Schluss, ja. Wir machen ganz schnell das Finale. Ich bin wirklich in einer guten Stunde in Hamburg da, Ole, ja. Meine Damen und Herren, Freundinnen und Freunde, kommt einfach mit mir. Wir können gleich baden. Kommt mit mir zum Finale. Und ich will nicht vergessen, einige Grüße noch loszuwerden. Ein riesiger Schwarm von Homosexuellen und Ehemännern und Ehefrauen wälzt sich hinter mir. Wir hören Waterloo und ich grüße noch Hans-Joachim, der es jetzt hoffentlich endlich seinen Eltern sagt. Meine Freundin Rosi, die nicht traurig sein soll, dass Joachim jetzt mit Matthias zusammen ist. Alles Gute auch für Peter, der Joachim doch endlich mal sagen sollte, dass er total in ihn verknallt ist. Liebe Grüße an alle Eltern, die ihre Söhne trotzdem lieben. Und heute ein ganz besonders herzlicher Gruß an unsere AIDS-kranken Zuschauerinnen und Zuschauer. Vergessen Sie nicht, wieder einzuschalten. Auf Wiedersehen zur nächsten Schmidt-Show am Samstag, den 3. April aus dem Schmidt-Theater auf der Reeperbahn. Und dann behauptet Lilo Wanders, die Show bin ich.